Ja, moin. Guck mal, es ist jetzt 6 nach 7. Oh, ich muss die Tür mal zumachen. 6 nach 7. Der Bob ist auf, der Bob ist wach. Der Bob hat schon Frühstück gemacht, hat schon Brötchen geholt. Und ja, jetzt habe ich ein Problem. Das heißt, ein großes ist es nicht, aber ich habe natürlich meine Kalorien. Ey, da ist mein Schmierzettel. Usbekischer Salat, das war gestern 850, 750, Unterschied 100. Heute habe ich 400, moldawischer Salat. Nee, das war heute, genau, das war heute Morgen, genau. Den habe ich gegessen, usbekischer Salat. Dann habe ich gegessen, moldawischer Salat. 770 minus 400 sind 200. Das war gestern, Moment. Jetzt kommt, Moment, nicht durcheinander kommen, Bob. Augenblick. Das müssen wir mal durchstreichen. Das hier ist von gestern. Ich hatte nämlich einen Rest 400, 270, nachdem ich fertig war, gemessen. Das sind 130 Gramm moldawischer Salat, 100 Gramm usbekischer Salat, eine Zwiebel habe ich gegessen, hat 140 Gramm. Zwei Dinkelbrötchen haben 150 Gramm gehabt und nochmal ein normales Brötchen. Gurken gab es heute Morgen nicht. So. Und jetzt gehe ich ins Internet. Das mache ich immer hier bei mir auf meiner MyFitnessPal-Seite. Müsste eigentlich schon angezeigt werden. Jo. So. Anmelden. Jupp. So. 1820 habe ich zur Verfügung. Ja. Und dann kann ich Nahrungsmittel hinzufügen. So. Frühstück. Nahrungsmittel hinzufügen möchte ich gerne. Und jetzt kann ich hier suchen. Ich kann aber auch gucken. Mahlzeiten. Mahlzeiten. Frühstück vom 16. Was war das? Mal gucken. Ich jetzt gleich. Nee, das ist alles falsch. Schitte. Ich mache hier einen Mist. Ja, ich habe das hier auf der Internetseite noch nicht gemacht, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ist ja ähnlich. Mache ich heute jetzt suche ich mal nach Dinkelbrötchen. Müsste eigentlich gleich kommen. So. Vom Bäcker. Ne? Die kann ich so nehmen. Habe aber nicht 100 Gramm, sondern habe 150, also hier 1,5. Könnt ihr das überhaupt sehen so? 5, so. Zum Tagebuch hinzufügen. Zack. Jetzt sind hier drinnen mit 300, oh, 339 Kalorien haben die Dinkelbrötchen. Das ist blöd, die Kamera so lange zu halten. Jetzt, hier stehen meine Sachen noch gar nicht drin, die ich so aktuell immer mache. Usbekischer Salat. Mal gucken, ob er da was findet. Schauen wir mal. Genau, der ist es. Usbekischer Salat. Pflaume. Da. Wie viel war das? Usbekischer Salat. 100 Gramm passt also. Sind zum Tagebuch hinzufügen. Nochmal 63 Kalorien. Nehmen wir das nächste. Ich mache das jetzt mit euch einmal durch heute, ne? Dann habe ich noch den moldawischen Salat. Moldawischer Salat. So, auch einmal suchen. Moldawischer Salat, da ist er. Pikant, der ist es, dieser hier. Hundertdreißig Gramm, also 1,3. Tagebuch hinzufügen. So, dann sind wir jetzt bei 509 im Frühstück. Und jetzt kommt noch die Zwiebel. Ah, warte mal, die Zwiebel, die steht vielleicht hier schon irgendwo. Wenn ich Glück habe. Natürlich nicht. Okay.
Geben wir nochmal Zwiebel ein. Das mache ich jeden Morgen, aber natürlich geht es schneller, wenn ich das Handy nicht halten muss, ne? Zwiebel frisch hier, Gemüse. 140 Gramm. Auch dieses gesunde Zeugs, ne? Das darf man nicht vernachlässigen. Also kannst du auch nicht essen ohne Ende. Guck mal. Wo ist sie denn? Zwiebel. 56 Kalorien, ne? Haben und nicht haben sind 112. So. Jetzt normales Weizenbrötchen. Habe ich auch noch gegessen. Ich habe heute gut gefrühstückt. Aber ich will ja gleich auch noch Sport machen. Und das, ich denke mal, man muss ja nicht jeden Tag. Warte mal, wie viel hat das denn? 55 Gramm vom Bäcker. Ja, ich nehme das hier. 55 Gramm, das sind dann 1,1. Dann kommen wir auf die 55. Versteht er, ne? 50 Gramm und 10% mehr sind 55. Tagebuch hinzufügen. Fertig. So. 700 Kalorien habe ich verbraucht. Das war das Frühstück. Das habe ich jetzt getrackt. Und jetzt kann ich natürlich genauso gut auch meinen Sport tracken. Wenn ich runterfahre, brauche ich nicht ganz eine halbe Stunde, also so 25 Minuten ungefähr. Da rechne ich für 10 Minuten ja ungefähr 100 Kalorien, die ich verbrauche. Wenn ich zurückfahre, brauche ich etwas mehr als eine halbe Stunde, also das sind meist 40 Minuten. Dann bin ich, ja, ich rechne so eine Stunde, 600 Kalorien fürs Fahrradfahren, rechne ich mir an. Und eine Viertelstunde Krafttraining sind auch 100 Kalorien. Ich mache da immer so ungefähr eine Stunde. Das sind 400. Das heißt, Kalorien kann ich 1000 zuzählen wieder. Dann hätte ich noch, wenn ich das jetzt machen würde, ne, dann hätte ich jetzt noch 1119 habe ich jetzt noch sowieso über. Dann hätte ich 2119 Kalorien noch zu essen. Also, ich schaffe die natürlich, klar, aber nicht immer, ne? Ja, und dann nimmst du halt ab. Ja, so einfach ist das. Der Sport. Ohne den Sport könnte ich mein Gewicht nicht halten, glaube ich. Das würde ich nicht schaffen. Da wäre ich ruckzuck ging es wieder bergauf. Hat man ja im Urlaub gesehen. Im Moment, im Moment bin ich eigentlich ganz zufrieden. So, jetzt werde ich gleich erstmal eine Runde mit den Hunden laufen. Dann mache ich ein bisschen Büro noch. Ich muss noch das Kassenbuch noch machen. Für den Juli. Für Juli? Ja, für Juli. Weil der muss bis zum 10. fertig. Dann würde ich das mit dem Fahrrad runterbringen zum Steuerberater. Heute ist der 5. Da hat er ja noch Zeit. Kann er heute, morgen und übermorgen noch machen. Das ist kein Thema. Es dauert für ihn auch nicht so lange. Ja, und dann kann ich zum Sport. Genau, dann habe ich wieder das Gute mit dem Nützlichen verbunden. Bin ein bisschen sportlich unterwegs gewesen, habe die Buchführung weggebracht und ja, danach, wenn ich wieder zu Hause bin, habe ich noch 3 Rechnungen zu schreiben. Ja, ich weiß nicht, wann ich zu Hause bin. Ich muss gucken, wie ich das jetzt alle so schaffe. Wenn ich vor 12 zu Hause bin, würde ich noch Rasen mähen eben ein bisschen. Wenn ich nach 12 nach Hause komme, dann mache ich erst die Rechnungen und bringe die weg. Ja. Ja, genau. Weil in der Mittagsstunde hier zwischen 1 und 3 mäht keiner Rasen. Da will ich dann auch nicht bei anfangen. Verstehe ich zwar nach wie vor nicht. Wenn ich jetzt hier umbaue, ist das was anderes. Ne? Dann mache ich auch zwischen 1 und 3 Krach, das ist klar. Tja, so sieht mein Tag aus. Ich würde sagen, ran an die Buletten und los geht's. Bis morgen, macht's gut, ciao.